Moin und es ist recht laut. Bevor wir gleich das Spiel starten, also die Effekte sind ja normalerweise geil. Aber irgendwie ist das lauter geworden, oder? Zwischensequenz machen wir mal lauter insgesamt. So. Folgendes ist passiert. Offscreen. Dan, 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 dan. Soweit wir beim letzten Video waren, war ich ja auch. Ich habe dann auch aufgehört, hatte dann auch keine Lust mehr, wie das manchmal so ist, wenn man spielt, hat man ja auch mal keine Lust mehr, ne? Und, hab das Spiel ein, zwei Tage liegen lassen und dachte mir, Alter, jetzt hast du mal einen Abend frei, Frau mit Kind ist weg, ne? Und dachte mir, auch 16 Uhr fängst du mal eine Aufnahme an. Dann habe ich das Spiel gestartet und wollte auf Laden gehen. Dann sagt das Spiel, ja, hallo, wir haben hier ein Update. Ne, das hat sich und so geändert. Ich so, ja, schön. Interessiert mich nicht. Weggeklickt, geh auf Laden und dann, ja, fuck you. Der Spielstand ist nicht mit der Version kompatibel. Und ich denke mir so, fuck, willst du mich verarschen? Ich soll das Level nochmal anfangen. Und hab noch ein, zwei Sachen versucht, aber hat nicht alles geklappt, wie ich wollte. Also habe ich das Spiel neu gestartet. Also die Schlacht, Entscheidungsschlacht, ne? Immer noch auf normale oder so. Und hab dann auch schon eine Stunde gespielt, war auch fast an dem Punkt, wo wir waren. Und da wäre ich überrannt. Keine Chance. Da dermaßen so in den Arsch getreten, da konnte ich nichts mehr machen. Musste ich dann neu anfangen. Habe direkt neu angefangen und gleich am Anfang verkackt. Und dann haben wir es schon 18 Uhr. Und dann hat mich das so gewurmt. Ich habe erstmal ausgemacht, den Rechner ausgemacht. War an einer Kaffeestation. Mach mir einen Kaffee und denk mir so, Alter, ne, das kann es jetzt nicht gewesen sein, ne? Mach mir gerade einen Kaffee. Mach wieder Rechner an. Starte das Spiel. Und denk mir so, schweren Herzens muss ich leider die Schwierigkeit auf leicht stellen. Und habe dann das auf leicht gestellt und angefangen zu spielen. Ich glaube, es ist schon wieder eine Stunde um quasi. Ich habe es hier gefühlt 19 Uhr. Habe mir den nächsten Kaffee gemacht. Und jetzt sind wir so ungefähr da, wo wir vorher auch waren. Wir haben den ersten Tour. Ich bin nur die linke Flanke lang gegangen und nicht die rechte. Aber wir gehen jetzt hier in die Mitte rein. Machen alles platt. Machen die zweite Basis platt. Und dann machen wir diese verfickten Wichser platt. Und dann ist die Mission endlich Geschichte. Boah. Regt mich die Mission auf. Ihr glaubt's gar nicht. Ich habe auch die Basis ein bisschen kleiner aufgebaut. Aber hilft auch alles nichts. Die werden so schnell dermaßen überrannt. Es ist nicht feierlich. Unsere Reihen werden verstärkt. Wir sind begierig auf die Schlacht. Den Lech habe ich jetzt mal hinten gelassen. Ich kann machen, was ich will. Also die Verteidigung ist scheiße. Was jetzt funktioniert, ist, die schießen aus Gebäuden raus. Entweder fehlte da vorher die Animation oder sie haben es nicht gemacht. Jetzt funktioniert das. Jetzt funktioniert das. So, hier ist noch eine Eisenmine hier vorne. Nehmen wir mal mit. Und unsere Base wird wieder angegriffen. Alle Systeme sehen gut aus. Hatte ich noch einen zweiten gehabt davon den? Nein, der ist kaputt. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Das ist immer die Artillerie. Nein. Ist das Spiel so laut geworden nach dem Update? Ich höre mein eigenes Wort nicht mehr. Musiklautstärke. Wir machen mal die Effekte nochmal auf 3. Das ist ja. Ich hoffe, jetzt wird es nicht zu leise. Ich konnte ja gerade nicht mal verstehen, was ich sage hier. Was ich sagen wollte, ist hier die... Diese Scheißkanone. Die ist scheiße. Und ich bin die ganze Zeit hier Sandsäcke aufbauen. Reparieren. Nebenbei verteidigen. Da sind unsere Leute. Bereit, Polanias Feinde auszulöschen. Begebe mich ins Ist mir ein Vergnügen. Das sollte es gewesen sein. Sie hätten mich einfach in Ruhe lassen sollen. Ja, wenn wir die Platz haben, gehen wir langsam in die Mitte. Ein Gegner. Oh. Vollkommen allein. Was damit beschossen?
Okay, es ist zu leise. Ah, ne, lass uns doch auf 4. Ja, ich fand die Map jetzt nicht einfach, weil du musst halt verteidigen und du kannst nicht sofort so weit raus und... Oh, nicht so leicht. So. Ja, so ein MG fehlt hier irgendwie bei mir. Ach, hier, dieses Ölding nehmen wir auch noch gleich ein. Und man muss immer so ein Reparatur-Heini dabei haben. Und immer eine Anna, die das hier repariert. Oder einnimmt. Nebenbei. Was jetzt so die... Scheiße. What? Das ist natürlich wieder Kacke. Toll. Jetzt müssen wir hier wieder bauen. Haftminen. Oder Haftbomben. Ah, da geht's ja auch ab. Oh, wir haben einen von diesen komischen... Naja. Ach so, der Teddybär ist gar nicht dabei. Wunder mich gerade, warum werden hier keine Leute geheilt, aber... Nein, zwei zurück. Zu mir. Reparaturen abgeschlossen. Nummer 3, repariert das Gatling Gun. Noch Kavallerietruppen bereit. Also die Pioniere sind hier sowas von Gold wert, das glaubt ihr gar nicht. Das sollte es gewesen sein. Müssen noch mehr Sand. Ohne die haltet ihr die ganze Map hier nicht durch. Oh, schon wieder da unten. Oh, da hinten ist noch die Artillerie. Nummer 3, rette dich. Oh, Nummer 3 ist schon tot. Na gut, bauen wir Nummer 3 gleich nochmal neu. Zieht euch mal ein bisschen zurück. Zurück. Oder da in die Ecke. Neue Rekruten? Das Dumme ist, ich kann nicht nebenbei parallel kämpfen, weil die Einheiten, finde ich, sind ein bisschen speziell. Man muss mal aufpassen. Alles, was wir brauchen, sind Munition und Waffen zur Zielerfassung. Bringt sie in Stellung! Bereit, sie zu lesen, so gut wie tot. Jetzt ist ja keine Mauer mehr. Der MG-Trupp ist nackig. So, dann gehen wir mal gleich weiter. Da hinten ist nämlich doch ein... Ah, es waren die, okay. Nee, ist weggefahren. Okay, da hinten. Ja, die habe ich schon die ganze Zeit. Oh, Attacke. Die
Oh, oh, oh. Der Feind versucht, unsere Pumpe zu erobern. Ach, da hätten wir noch einen Mörser, aber den holen wir jetzt nicht. Er interessiert uns mal nicht. Wird ja auch Zeit, verdammt. Oh, jetzt holen die uns hier die ganzen Sachen weg. So, dann haben wir das auch gleich eingenommen. Dann gehen wir nochmal hier zurück und dann in die Mitte rein und dann machen wir alles platt. Alles wird sterben. Achtung, Feind, Beschuss! Plan aus. Warum soll ich bereit, sie zur Strecke zu bringen. Wurfsa ist unterwegs. Na wohl, einer kommt hier unten mal hin. Vielleicht kann ich dann ein bisschen besser reagieren. Eine weitere Pumpe für Polania. Alle Systeme sehen gut aus. Im Moment. Sie fallen über uns her. Zeigen Sie mir einfach, wo die gehen. Alter, wir hatten den so hart gefickt, ey. Sieben. Muss was erledigen. Reparieren. Sie. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Wer hat den da so hart gefickt? Dann müssen wir den nochmal zweimal bauen, du. Eins. Zwei. Wie sieht der Plan aus? Reparieren. Wenn wir mal repariert haben, können wir vielleicht mal endlich. Wo ist Nummer 7? Früher. Mehrere Gegner gesichtet. Ja? Null von der feindlichen Einheit gesichtet. Und 7 reparieren. Das finde ich bei dieser Festung eigentlich cool. Ah! Dass man den wirklich so ein bisschen den Bunker bauen kann. So, und die flüchten. Unter Beschuss! Bereit, Polania zu dienen. Es ist vorbei. Sollen wir wen mitnehmen? Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Unsere Werkstatt wird angegriffen. So, jetzt muss ich aber ein bisschen hier wieder aufpassen. Ja, unterwegs! Verstärkung trifft ein! So. Feindliche Einheit gesichtet. Das sind Gegner. Muss und zwar eine ganze Menge. Werden. Das haben wir in 0, nichts repariert. Ey. Ich werde sie büßen lassen. Feindliche Einheit gesichtet. Ganz vorsichtig. Weiter. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Ja, sollen sie... Soll der Feind sich mit der Mine beschäftigen? Ist mir Wumpe. Hauptsache, er lässt mich in Ruhe. Also, jetzt muss ich mich mal ein bisschen rausrangieren. Jetzt machen sie wieder die ganze Basis kaputt. Diese Meldungen gehen mir echt auf den Sack. Wir haben unsere Mine verloren. Ja, heul doch rum. Bereit, sie zur Strecke zu bringen. Ja, so reparieren. Boah. Dass die Pioniere auch immer mehr kosten, also 3 kosten die ja, nicht 1. Das finde ich auch ein bisschen schade. So, geh mal zur großen Eisenmine. Gut, dann kann ja 6 schon mal weiter, da sind ja keine Feinde. Und dann gehen wir in die Mitte und dann gehen wir nach unten und dann nach oben und dann ist alles tot. Aha! Dieses Land ist wirklich wunderschön. Also ich Jammer, was der Krieg daraus gemacht muss mich echt auf das Spiel konzentrieren. Es tut mir leid, wenn ich nicht so viel reden kann. Pump schön weiter, kleine Pumpe. Aber ich bin hier echt unter Adrenalin. Der rennt nicht so, wie ich möchte. Wer bist denn du? Wurfsa ist unterwegs.
Ich hab's nämlich schon mal gehabt in der einen Mission, die ich verkackt habe. Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Oh, der sollte nicht gehen. Waffen geladen und bereit. Der sollte die da bleiben. Ist nämlich folgendes, ist nämlich gar nicht so, Wir wissen bestimmt, was damit anzufangen. Wie soll ich sagen, ich hab's gehabt, dass die hier einmal in den Gebäude hängen geblieben sind. Wie geht was auch immer uns das fand ich ein bisschen bescheiden. Muss was erledigt werden? Neue Befehle? Warum ach, ich muss den Müll eigentlich gar nicht mal einsammeln. Wir kriegen genug Müll. Bin's ja noch gewohnt. Am Anfang ist es sehr wichtig, halt immer diese Fracks auseinanderzunehmen. So, oh, wir könnten noch hier was bauen. Dann bauen wir hier nochmal ein schweres MG. Wir müssen solide bauen. Ja. Organische Leben hängen davon ab. Dann bau solide und geh mir nicht auf die Nüsse. Oh, kriegst du ja langsam Nacken hier. Also ich krieg Nacken, weil ich mich hier so versteife am Rechner. Oh, mehrere Gegner. Ich kann's. Ja, nimm's ein. Komm, lass mich in Ruhe. Der Feind versucht, unsere Pumpe zu erobern. Mehr Eisen kann nie schaden. Bereit, Polanias Feind. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. So, neue Gruppe 6 ist bereit. Wechsel zur neuen Position. Wir haben unsere Ölpumpe verloren. MG-Schützen stehen bereit. Hier drin sind wir. Wie sieht der Plan aus? Oh, bau Stacheldraht. Das hält wenigstens die Infanterie ein bisschen ab. Vorsicht! Aber leider kommt zurzeit kaum Infanterie. Es ist halt doof. Zeigen Sie mir einfach, wo die Gegner sind. Ja, ich zeige dir, wo die Gegner sind. Da. Da sind auch Gegner. Die können gar nicht so schnell reagieren, wie sie auf die Fresse kriegen. Oh, eine Granate hat es geschafft. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Was brauchen sie? 1 und 7 hinterher. Und wir bauen es. Wie sieht der Plan aus? So, dann hätte ich gerne noch eine Mauer, Stacheldraht. Auch ein. Früher war alles einfacher, bevor es die Maschinen gab. Ja, das hast du recht. Boah, hast du recht. Gut, das wird uns auch noch viele Arbeitsplätze kosten. Ich sag nur Industrie 4.0, ne? Hm. War das die zweite Verteidigungslinie? Ja. Muss was erledigt werden. So, mal unsere Pioniere und anderen da oben wegbewegen, falls die Leute gleich rumkommen. Okay, da kommen sie doch schon. Ich radiere sie aus. Die mache ich fertig. Sieht aus, als wäre er ganz allein. Erledige ich selbst. Ja. Der Tour fickt die richtig, ey. Tour ist ein richtiges Monster. Oh, jetzt wird mal schon die Verteidigung gar nicht so mehr so viel angegriffen. Ist ja schön. Kann ich mich in Ruhe einigeln hier. Vorsicht! Die Dinger sind. Unsere Feinde sind hier drüben. Tour bereit für die. Oh, da sind sie. Was erledigt werden? Ah, die nehmen schon wieder alles ein. Es ist zum Kotzen. Egal, ich nehme das. Sollen sie es haben, ist mir Wumpe. Gebiet
So. Sie sagen, was sie brauchen, und wir bauen es. Ah, Stacheldraht können wir nochmal bauen, aber keine Mine mehr, oder was? Ich find's auch schade, dass die Bunker auch, ja, unsere Leute benutzen. Also wir kriegen dann weniger... Oh! Nummer 7. Reparieren. Der wurde ja gerade ziemlich gefickt. Und diese Kavallerieeinheit, diesen Malek, den werden wir nicht auf Stufe 3 kriegen. Oder haben wir schon? Du musst der Stufe 4. Auf dem Oberdeck hat man die beste Aussicht, solange einen der Wind nicht stört. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. So, machen wir hier auch nochmal. Stacheldraht. Die Dinger sind spitz. Stacheldraht ist mein Freund. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Anna? Wer's findet, das behalten. Ja, genau, da ist was zum Einnehmen, oder? Ich weiß nicht, ob da Gegner. Da sind bestimmt Gegner in der Nähe, oder? Anna, geh mal alleine hier runter. Reparaturen abgeschlossen. Hier drüben sind Gegner, werden nützlich sein. Die nehmen wir uns gleich, habe ich doch geahnt. Repariert? Na ja, komm. Der kann ja die anderen auch gleich hier ein bisschen reparieren. Nichts repariert. Ist nicht allzu weit. Wie sieht der Plan aus? Wir bringen es wieder in Schuss. Das haben wir in 0, na ja, kommt da nicht hin. Bereit, sie zur Strecke zu bringen. Das sollte es gewesen sein. Müssen noch mehr sein. Wir bringen es wieder in Schuss. Was brauchen Sie? Anna, Kleine? Bin gleich da. Du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A. Alles klar. Ah ja, da war ich jung. Freundeskreis. Ich mach mich auf den Weg. Reparaturen abgeschlossen. Ist niemand da? Das kann ich machen. Nimm's ein. So, dann kann die 6. Einheit weiter marschieren. Ja, Pionier, weg, 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 weg. Das ist Zubovs Untergang. Das ist das. Die Jungs scheinen guter Dinge zu sein. Naja, so gut wie es eben möglich ist. Zeig mich mir einfach, wo die Gegner sind. Begebe mich ins Zielgebiet. Eine weitere Pumpe für Polania. Okay. Nummer 7. Er scheint allein zu sein. Das haben wir in 0,0 repariert. Mehrere Gegner besichtigt. Befestigen. Der Feind versucht, unsere Pumpe zu erobern. Anna? Versucht, unsere Mine. Oh Gott sei Dank, sie rennt schon weg. Ja, wir haben alles verloren. Fast geschafft, Jungs. Wir bringen es wieder in Schuss. Im zweiten Tour. Haha. Zeigen Sie mir einfach, wo die Gegner sind. Jetzt räumen wir auf. Ich glaube, auf die Ressourcenpunkte können wir ja fast knicken. Das ist der Wumpe. Ja? Wenn ich's nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Anna, du kämpfst hier? Was auch immer uns weiterhilft. Na komm, dann nimm die Ölpumpe ein. Müssen noch mehr. Wir wissen bestimmt, was damit anzufangen. Oh, die kommen. Gegner! Bereit, Polania, ich werde sie vernichten. Da ist einer! Genau da! Es ist gut, dass sie vor uns vorbeirennen. Volles Abrissunternehmen hier.
So, Verteidigung, Verteidigung. Für mich klingt ein Maschinengewehr wie wunderschöne Musik. Ja, für mich auch, so. Muss was erledigt werden? Pioniere sind jetzt wieder einsatzbereit. Quelle feindlicher Aktivitäten. Sandsäcke, wundervoll. Genau. Warte auf neue Anweisungen. Ah ja, macht das schon. Ich will mal kurz gucken, ob hier hinten die Minen verteidigt werden. Ja. Aber mit so einer kleinen Pummel. Pimmeleinheit hier. Ich. Ich bin immer ein braver Bär. Ach, die Kavallerie kannst du nicht einnehmen. Nein! Oh. Nein! Wir rücken vor! Ist ja peinlich. Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Feindliche Einheit gesichtet. Sie wissen einfach, wo die Gegner sind. Unterstützung! Wie sieht der Plan aus? Was brauchen Sie? Der Feind versucht, unsere Pumpe zu erobern. Feindliche Einheit gesichtet. Das ist ein Gag, oder? Die KI ist echt drauf getrimmt, einen zu nerven. So, reparieren, Anna einnehmen. Feinde im Anmarsch. Kavallerietruppen für die Republik. Verteidigt euch. Kavallerie unter Beschuss. Attacke, Kavallerie. Ein einzelner Gegner. Wachsam bleiben. Mehrere Gegner gesichtet. Mit diesem einen. Einer, zwei, vielleicht noch mehr. Muss was erledigt werden? Der Feind hält über uns her. Ich finde das doof, dass die Kavallerie nicht immer in den Nahkampf gehen kann. Ein Gegner kundschaftet das Gebiet aus. Das ist doch der Vorteil von der Kavallerie. So, und jetzt müssen wir sie zurückziehen. Das war's. Zusammenbleiben. Das sollte es gewesen sein. So. Wir bringen es wieder in Schutz. Polanias Feinde auszulöschen. Oh, da hinten geht's ab. Ich gehe eine ganze Menge. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Sie sind mehrere Gegner gesichtet. Ich radiere sie aus. Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Na gut, konnte man nicht einnehmen. Gegen die Mech-Einheiten kannst du nichts machen. Ey, ihr könnt ja doch jetzt Typen nochmal easy peasy töten. Reparaturen abgeschlossen. Schieß nach mich! Ein Gegner! Und er ist nicht allein! Da sind Gegner! Und zwar eine ganze Menge! Ich radiere sie aus! Mehrere Gegner gesichtet! Feindliche Einheit gesichtet! Da kommt noch mehr! Ich habe jetzt langsam die Schnauze voll von den ganzen Ölgepumpen geraffelt. Ja, Ölpumpen brauche ich nicht, fick dich. Oh, von hinten wurde ich angegriffen, kann das sein? Oh ja. Nein! Zurück! Wir haben unsere Mine verloren! Komm her, Junge! Ich bin verwundet! Boah, Anna fickt sich gleich hier. Alter! Klur ist auf dem Weg! Gegner!
Und zwar jede Menge. Es gibt's nicht, wir kommen hier nicht weiter. Wir brauchen neue Pioniere. Komm, geh sterben. Ich rekrutiere lieber neue. Weitere Freiwillige? Oh, geht nicht. Wir haben einen Trupp verloren. Ah, geht doch jetzt. Haha! Wo sind sie denn? Da. Ingenieure werden angefordert. Oh, die andere Einheit. Ich wollte gerade sagen. Was sie brauchen und wir bauen. Wir bringen es wieder in Schuss. Weiterhilft. Muss was erledigen. Immer wenn sie es einnehmen will, wird sie angegriffen. Wir machen uns auf den Weg. Mehrere Gegner gesichtet. Ich hätte die Aufmerksamkeit. Wie sieht der Plan nach gerne doch? Jetzt ziehen wir das erstmal hier ein. Das geht mir auf den Sack. Nein, der Teddybär! Nicht den Teddybär! Los, schnell! Müssen noch mehr Sack, das haben wir in der Kammer nichts mit Ali. Kann der Teddybär sich selbst heilen? So, welche Ressourcenlager soll ich noch überfallen? Wasser wird beschossen! Reparatur muss was erledigt werden. Eine Aufgabe für Ingenieure. Bereit, Polanias Feinde auszulöschen. Wechsel zu neuer Position. Können wir loslegen, Wojtek? Das kann ich machen. Wir bringen es wieder in Schuss. Tour bereit für die Schlacht. Begebe mich ins Zielgebiet. So, jetzt gehen wir langsam mal vorbei hier. Es wird alles platt gemacht. Alles niedergemäht hier. Da sind Feinde. Ich zeig dir, wo die Gegner sind. Wir machen das hier Reihe rum. Kein Problem. Es waren Ressourcen-Ding oder was? Zwei müssen wir noch überfallen. Das heißt, wir müssen einmal hier hin, dann noch zurück und dann da und dann in die Mitte und dann alles tot. Nebenbei reißen wir hier die ganzen Gebäude ab. Dann kann hier nämlich neu gebaut werden. Die Gebäude sind hässlich, die mag keiner. Oder? Komm, keinen Bock einzunehmen, mau kaputt da, das Scheißteil. Muss was erledigt werden? Ja. Wir bringen es wieder in Schuss. Ich höre. Bin gleich da. Also das galt hier als Ressourcenlager, ja? Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Das sollte es gewesen sein. Bereit, Polanias Feinde auszulöschen. Ja, auf jeden Fall. So. Dann gehen wir hier die Straße hoch. Ja? Wenn ich's nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Wie sieht der Plan? Wir wissen bestimmt, was damit anzufangen. Könnte der Teddybär mal Anna heilen? Weiter. Wojtek, hierher! Ja, braver Wojtek, komm dahin. Achtung, Feindbeschuss!
Ja, da hinten. Das machen wir zum Schluss. Sag, Feuer dürfen wir nicht. Zeigen Sie mir einfach, wo die Gegner sind. Wie gesagt, bei der Map ist einfach, glaube ich, der Anfang schwer. Sobald wir einen Tourpanzer haben, geht's. Unsere Basis wird nicht mehr angegriffen. Die Leute, ja, keine Ahnung. Können wir mal gucken, ob hier noch irgendwie wer ist. Dann nehmen wir die wieder ein. Wir haben genug Ressourcen. Was interessant wäre, wenn wir noch... Um mehr Leute was zu kriegen, also... Ich könnte vielleicht... auch noch hier neues Gebäude bauen. Kaserne. Kriege ich damit auch mehr Leute? Ui! Da kam was. Da ist was. Oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob der Herr... Der Krieg hat sich verändert. Der ist nicht alleine. Das war... ein bisschen wirklich so. Dass die Krieger haben sich ja echt geändert, ne? Also ganz kurz mal. Im Mittelalter war es ja, habe ich mal gelesen über so Kreuzzüge, dass sich die, ich weiß nicht, welche Feldherren das waren, also die hatten eine Belagerung, aber der belagerte Sarazene war es, glaube ich, und der Heerführer der Kreuzritter haben sich mehrfach, also nicht täglich, aber einmal die Woche oder so getroffen zum Schachspielen, weil die Belagerung dauerte Monate. Das würde es heute gar nicht geben. Wenn du den feindlichen Offizier hast oder so, dann killst du den und dann kommt vor Gericht oder wird sonst irgendwas gemacht. Oder Guantanamo. Im Ersten Weltkrieg war das auch noch ein bisschen anders. Die Piloten waren da wohl sehr gut angesehen und wurden auch nicht gleich gefoltert. Natürlich die Grubenkämpfe, die waren natürlich hardcore. Aber trotzdem, das zu heute ist ein Unterschied, finde ich. Krieg ist immer scheiße. Aber wenn man bekannter ist oder also ein einfacher Soldat, hätten sie auch wahrscheinlich erschossen. Und auch früher getötet, aber... Oh. Und der Kampf hat sich sowieso... Was? Wo? Hä? Wo? Was? Wer schreit denn da? Wer schreit denn da wo? Bereit, Polanias Feinde auszulöschen. Kavallerie unter Beschuss! Da ist die Kirche. Wir reißen die Kirche gleich ab. Der Friedhof kannst du auch gleich hier neu bauen. Danke. Gott segne sie. Cool, sowas finde ich cool, wenn es nebenbei sowas gibt. Also, bin ich immer ein Freund von. So, dann reiten wir nochmal zu der Eisenmine. Schön. Ja, zeige ich dir. Wir gehen erstmal auf den Marktplatz und vom Marktplatz nördlich. Da sind Gegner. So. 7, 1. Sind da Feinde? Nein. Dann 3. Echt ein Abrissunternehmen, ey. Scheiße.
2 und 3 wieder zur Basis. Vorwärts! Wir rennen da rum. Wir haben unsere Ölpumpe verloren. Der Feind fällt über uns her. Plan aus? Bereit, Polanias Feinde auszulöschen. Müssen noch mehr Sandsäcklers haben wir in 0, nichts repariert. Okay, dreh dich wieder. No. Ey, Gruppe, drehen. Weiter, weiter, weiter. Was brauchen Sie? Alles klar. Ey, wir waren zu nah an der letzten Basis. Truppentransporter, komm noch zurück. Aber wir müssen aus diesem Raketenfeuer raus. Wo sind denn die anderen Ressourcenlager, bitte? Achtung, Feindbeschuss! Zeigen Sie mir, wo die Gegner sind. Wird ja auch Zeit, verdammt. Ein Gegner. Allein. Erleide Schaden! Oh, der hat keine Chance. Wahrscheinlich irgendwo versteckt, wo ich jetzt nicht geguckt habe. Sie fallen über uns her! Wir sind gierig auf die Schlacht. Wie kann ich helfen? Komm mal her, da nimm das vielleicht. Das wird nützlich sein. Ist das dann abgehakt? Neue Befehle? Feindliche Einheit gesichtet. Mehrere Gegner gesichtet. Feindliche Einheit gesichtet. Haben wir in Okay, scheiß auf die Ressourcenlager, echt, ey. Wie sieht der Plan aus? Ist nicht allzu weit. Upsi, schwupsi, wo rennt die denn lang? Da war noch ein Geschütz. Anna, komm zurück. ANNA, du bist von hinten wie von vorne. Ganz süß. Bereit, Polanias Feinde auszulöschen. Kommt ihr mal. Toll. Na, wir müssen ja eh jetzt sein. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt geht's hier. Endschlacht. Die Pioniere habe ich auch nochmal hin zugezogen und die kann ja auch gleich weg. Gehen wir mal spazieren. Wir haben jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Zeigen Sie mir. Weil die rennen gerade auf unsere Basis zu. Oh, die rennen ja überall hin. Wechsel zu neuer Position. Wo kann ich denn euch treffen? Weil sind ja überall hier. Ich hab keinen Bock, komplett zurückzulaufen. Ja, weil die rennen alle, glaube ich, die Einheiten, die uns sichten, rennen wohl zu unserer Basis.
Das haben wir nur bereit für die Schlacht. Wird ja auch Zeit, verdammt. Muss was erledigt werden? Wir haben unsere Mine verloren, ihr Feinde aus. Ja, scheiß auf die Mine, ey. Wir holen jetzt Anna und dann machen wir den Sack zu. Das haben wir in 0, nichts repariert. Zeigen Sie mir einfach, wo die Gegner sind. Mach ich. Ich zeige dir, wo die Gegner sind. Aber wirklich, das ist die erste Mission, die mich wirklich ankotzt. Also. Die anderen waren irgendwie alle besser. Die sind mir scheiße, die Waffen. Haben die übelste Reichweite von den Russen. Die erinnern mich an diese Stalins Orgel aus dem Zweiten Weltkrieg. War auch bestimmt so gewollt. Und da liegt noch Anna. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind nur Ärzte. Bereit, Polanias Feinde auszulöschen. Wird ja auch Zeit, verdammt. Tor unter Beschuss! Noch mehr Sand. Wir sind dran. Muss was erledigt werden? Tor bereit für die Schlacht. So. Jetzt kommt der Todesstoß, hoffentlich. Achtung, Feindbeschuss! Gebiet gesichert. Ich gebe mich ins Zielgebiet. Sie sagen, was sie wir bringen es wieder in Schuss. Es gibt hier Polanier, die unsere Hilfe brauchen. Feindliche Gruppe gesichtet. Ja? Bereit, Polanias Feinde auszulöschen. Ui. Los, fickt sie! Fickt sie, fickt sie! Hab ich mal gesehen, wie der gestorben ist. Sieg! Einfach! Leider. Ja, überfalle Ressourcenlager. Ich wusste jetzt nicht, wo die anderen waren. Habe jetzt auch keinen Bock gehabt zu suchen. Verliere nie die Kontrolle über eine Öl- oder Eisenmine. Ja, das kannst du knicken. Die KI ist darauf ausgelegt, dass du die verlierst und dich dahin bewegst. Baue, repariere oder verstärke niemals einen Tour, Mac. Ist auch blöd. Aber naja. Wie gesagt, darauf scheiße ich auf die Bonussachen. Das ist mir egal. Ach, Rang 4 sollte der erreichen. Hat er auch geschafft. Also die Kavallerieeinheit gefällt mir gar nicht. Weil sie halt nicht immer auf den Nahkampf gehen kann. Porträtrahmen haben wir gekriegt. Hurra. So. Der musste wohl ein Bäuerchen machen. Super! Es ist auf! Hey! Lasst mich leben! Dann bekommt ihr, was immer ihr wollt. Ein freies Polania? Dafür kann ich schon sorgen. Wir wollen Informationen. Über Fenris? Niemand würde euch glauben. Und genau deswegen werden sie öffentlich aussagen. Die töten mich, wenn ich rede. Ich töte sie, wenn nicht. Tja, wenn das natürlich so ist. Anna! Ah!
ist passiert? Schnell! Hilf mir hoch! Verschaff mir einen Vorsprung und dann verschwinde von hier! Wir beide haben Großes vor! Vertrauen bringt Kraft! Keine Bewegung! Wer sind Sie? Hallo, Schmetterling. Das ist der Papa. Janek? Oder Onkel oder sonst irgendwas. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Aber ich muss gehen. Wir dachten, du bist tot. Was ist das? Ich erkläre dir alles später. Jetzt noch. Wo bist du gewesen? Ich schwöre. Meine Männer sagen, er ist ein Russwirt-Agent und gehört zu Zubov. Ich will aufdecken, für wen er wirklich arbeitet. Du meinst Fenris? Was weißt du über Fenris? Nein, du bist dran. Warum arbeitest du für Zubov? Was ist das für ein Anzug? Und warum bist du noch am Leben? Ich warte. Er ist Borg. Es war vor 4 Wochen. Ich war bei den Friedensverhandlungen in St. Petersburg. Ich habe für die Sicherheit unserer Delegation gesorgt und die Verhandlungen zogen sich hin. Verfluchte polanische Bauern! Wir brauchen eure Kartoffeln für Fritz und Helga! Niet, wir brauchen die Kartoffeln für Wodka. Mehr Wodka! Wenn ihr unsere Kartoffeln anrührt, erwürge ich euch eigenhändig! Ach, der war das! Onkel Lech. Hau ihm endlich eine rein! Es steht eine Flasche Schnaps. Hab ich ja schon ganz vergessen! Es geht doch wirklich nichts über Politik. Glücksspiel um Geld oder Schnaps in dieser Stadt ist verboten. Glücksspiel ist es nur, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Mein Onkel und euer Mann prügeln sich, bevor das Treffen vorbei ist. Wollen wir wetten? Sie sind Lechkos Neffe. Janek, richtig? Wissen Sie, wer ich bin? Sie sind mir aufgefallen. Sie sollten sich nicht auf Dächern rumtreiben. Sonst hält man sie noch für einen Scharfschützen. Schwierig ohne Gewehr. Ihre Leute haben uns gezwungen, unsere Waffen abzugeben, oder nicht? Das hier sind friedliche Verhandlungen. Und wir möchten, dass das auch so bleibt. Etliche friedliche Angreifer. Infanterie, einfache Waffen. Aufständische. Mhm. Geht das jetzt gleich in die Mission weiter? Wie sind Sie in die Stadt gekommen? Scheint so. Das werde ich herausfinden. Bin dabei. Nichts da. Sie haben ja nicht mal... Was? Horosho, aber stehen Sie mir nicht im Weg. Wir haben ein neues Primärziel. Okay. Ich lauere in den Schatten. Das ist schön. Okay, ich gehe mal ganz kurz auf Speichern. Ja, leck mich. Ich war ein bisschen sauer. Dann kann man auch mal seine Save-Points dementsprechend so benennen. Leck mich am. Ich will mal wissen, ob das jetzt... geh mal ins Hauptmenü, weil ich werde jetzt die Mission nicht spielen. Ich will nur wissen, ob das noch zu Polania gehört oder ob wir jetzt schon die Russwirt-Geschichte machen. Weil ich denke mal, das ist jetzt ein nahtloser Übergang.
dass dann Yannick immer erzählt quasi und wir dann Yannicks Erfahrungen spielen. Also würde ich gut finden, wenn das so ist. Oh, Profil. Ich habe jetzt ein paar Bilder. Naja, hier haben wir noch nicht gespielt, aber... Ja. Multispieler geht ja mittlerweile. Mehr Spiele, aber spiele ich nicht. Ich will mal kurz Übersicht wissen. Ja, das ist wirklich... Das finde ich gut. Ist ein nahtloser Übergang. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich die Russviet und Saxony-Kampagne noch als Let's Play mache. Weil ich das zeitlich nicht einschätzen kann. Und wenn ich zwischendurch... wenn das noch häufiger passieren sollte, also wenn ich jetzt diese Mission anfange und sagen wir mal, manche Missionen, ich hatte mal so ein Strategiespiel gespielt, Ultimate General Civil War oder so, egal, Bürgerkrieg der Amerikaner. Da gab es Missionen, die gingen eine halbe Stunde, 45 Minuten, eine Stunde waren sehr viele, es gab aber auch Missionen, da waren es 3-4 Stunden. So, und das heißt, das wären dann 3-4 Videos. Und wenn ich das dann halt nicht alles an einem Tag spiele und dann währenddessen eine neue Version kommt und der Savepoint wieder im Arsch ist, muss ich erstmal 2 Stunden wieder investieren, um da an denselben Punkt zu sein. Darum werde ich mir mal überlegen, ob ich das hier noch weitermache als Let's Play. Also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Mir macht es auch Spaß und ich freue mich auf die Saxony, auf die Preußen quasi, auf das Kaiserreich. Die Russwitz eher weniger, obwohl die Blondine ganz schön cool ist. Und die hat einen Tiger. Tiger ist natürlich auch nicht schlecht. Tiger, Bären. Und der hat einen Wolf. Schön, dass sie da so einen kleinen Kameraden dabei hat. Ja. Schreibt mir noch mal, wie euch das gefallen hat. Die Kampagne. Oder ob ihr noch mehr wissen sehen wollt von der Kampagne. Oder schreibt mir irgendwas. Auf jeden Fall... Mit Polania sind wir durch mit der Kampagne. Freiheit für Polania. Und ja, ich mache mir jetzt mal Essen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.